SWR 2 Musikstunde. Die Kunst geht nach Brot oder besser gesagt, sie geht nach Geld. Doch woher kommen die Sümmchen und Summen, die in die Theater fließen, in die Konzerthallen, in die Taschen der Musiker, Sängerinnen und Komponisten? Heute eher von öffentlichen Stellen, früher von einzelnen Gönnern und Gönnerinnen. Um 5 dieser Musen und Mäzeninnen geht es in dieser Woche in der SWR 2 Musikstunde. Ich bin Ines Pasch und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mäzeninnen. Gemeinsam ist ihnen die Liebe zur Kunst, zur Musik in unserem Fall, oder sagen wir, wenn nicht Liebe, dann zumindest Interesse. Aber ansonsten sind sie sehr unterschiedlich, unsere 5 Mäzeninnen in dieser Woche. Sie leben ganz unterschiedlich und sie fördern auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es sind die Regentin Margarete von Österreich, sie lebt im 16. Jahrhundert im heutigen Belgien, dann die Russin Nadjeschta von Meck, die kapriziöse Misia Serte Anfang des 20. Jahrhunderts, aus unserer Zeit die Ärztin Nicole Brü und heute, zu Beginn dieser Woche, die berühmteste Mätresse aller Zeiten, Madame de Pompadour. Sehr höfische Musik aus Versailles, auch wenn es ein Tanz der Wilden ist. Die Danse des Sauvages von Jean-Philippe Rameau mit den Musiciens du Louvre unter Marc Minkowski. Madame de Pompadour, mit ihr starten wir in diese SWR 2 Musikstundenwoche über Mäzeninnen. Denn sie ist das Geburtstagskind des Monats. Ende Dezember wäre sie 300 Jahre alt geworden. Aber sie stirbt schon mit 43 Jahren an Lungentuberkulose und noch einigen anderen Krankheiten. Ein Gemälde von ihr aus ihren letzten Jahren zeigt sie mit Spitzenhäubchen, schlaffem Kinn, die Haare verborgen unter dem Tüll. Verführen will und muss sie da schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Ihr Geliebter, Ludwig der 15. von Frankreich, vergnügt sich mit anderen, jüngeren Frauen. Die fahren vor den Augen der Pompadour im Park von Versailles sogar ihre unehelich geborenen Kinder spazieren. Aber die Pompadour weiß, sie ist die engste Vertraute seiner Majestät. Sie hat den Sprung von der Bettgenossin zur Beraterin geschafft, ist neben dem König in Frankreich die einflussreichste Person. Als sie stirbt, einen qualvollen Tod, steht ihr Geliebter Ludwig der 15. jedenfalls nicht an ihrem Bett. Das Protokoll verbietet es ihm. Angeblich ist er voller Trauer. Aber schon bald ist die Marquise vergessen, zumindest bei Hofe.
Heute kennen wir ihren Namen fast besser als den des Königs. Madame de Pompadour, ein Symbol, eine Legende, das Synonym einer ganzen Epoche. 1762 bekommt sie Besuch von einem kleinen Jungen, ein Wunderkind. Er sitzt am Cembalo und spielt ein eigenes Stück für die berühmte Dame. Es ist Wolfgang Amadeus Mozart. Mit 7 Jahren schreibt Mozart dieses kleine Allegretto für Klavier, Köchelverzeichnis 15, gespielt von Martin Stadtfeld. In diesem Alter, mit 7 Jahren, ist das Wunderkind auch zu Besuch am Hof von Versailles und trifft dort auf die Marquise de Pompadour. Anfang 40 ist sie inzwischen, hat für damalige Verhältnisse als Frau ihre beste Zeit hinter sich, ist aber nach dem König unangefochten die Nummer 2 im Staate. Sie hält die politischen Fäden in der Hand, erlässt und entlässt Staatsminister, berät den König in außenpolitischen Fragen und mischt sich in alles ein. Vater Leopold Mozart ist sichtlich beeindruckt von ihr. Sie muss sehr schön gewesen sein, schreibt er an seine Frau nach Salzburg. Sie ist von großer, ansehnlicher Person. Sie ist fett, wohl bei Leibe, aber sehr proportioniert. Sie gibt sich viele Ehre und hat einen ungemeinen Geist. Der kleine Wolfgang Amadeus will die schöne Frau umarmen, aber sie weicht aus und er beschwert sich nachher darüber bei seinem Vater. Aber ganz offensichtlich will sie damit den Jungen schützen, denn zu diesem Zeitpunkt leidet sie schon an Tuberkulose. Was sieht sie, wenn sie zurückblickt auf ihr Leben? Eine sagenhafte Karriere, als enorm gebildete Frau, als Politikerin, als Kunstmäzenin, als Mätresse. Aber sie sieht auch einen jahrzehntelangen Kampf gegen den Hof, gegen die Kirche, gegen alle Neider, die man so gegen sich aufbringt, wenn man erfolgreich ist. Aber auch gegen das französische Volk, das sie eigentlich nie richtig kennenlernt, weil sie viel zu weit von ihm entfernt ist, das sie aber hasst, wegen ihrem Luxus, ihrer Verschwendungssucht, ihrer Abgehobenheit. Dabei stammt die Pompadour selbst aus kleinen Verhältnissen. Ihr Vater, oder besser ihr offizieller Vater, ist Kolonialwarenhändler mit dem unglamourösen Namen Monsieur Poisson, Herr Fisch. Noch später heißen die Hasstiraden auf die Pompadour Poissonaden. Dieser Herr Fisch muss wegen einer krummen Geschichte ins Ausland fliehen. Seine Frau, die Mutter der Pompadour, empfängt derweil einen Liebhaber nach dem anderen. Das Ergebnis ist irgendwann ihr Töchterchen Jeanne-Antoinette. Zum Glück sind einige dieser Liebhaber ziemlich reich und bezahlen die Erziehung der Kleinen, denn niemand weiß genau, wer nun der Vater ist. Jeanne-Antoinette profitiert davon und hat die besten Lehrer in allen möglichen Fächern, auch den musischen. Mit 15 Jahren ist sie so gebildet, so brillant, charmant und vor allem hübsch, dass ihre Mutter jubelt, sie ist nun un morceau de roi, ein Leckerbissen für den König. Aber vorher muss die junge Beletzer sich von ihrem besudelten Familiennamen reinwaschen und heiratet einen reichen Kaufmann namens Monsieur Lermontin d'Etoile. Der präsentiert nun überall seine schöne junge Gattin und die wiederum eignet sich innerhalb kürzester Zeit all das an, was für ihre spätere Karriere von Nutzen ist. Geistvolle Unterhaltung, Selbstinszenierung und ein sicheres Gespür für den richtigen Umgang mit den wichtigen Leuten. Musik
Jean Ferry Rebel, der Komponist samt seinen Söhnen, gehört zur festen Besetzung in der Versailler Hofkapelle. Hier war es die Chaconne aus seiner Ballettsuite Das ländliche Vergnügen mit dem Pratum Integrum Orchestra. Bis die junge Schönheit Jeanne-Antoinette Lenormand d'Etoile, spätere Marquise de Pompadour, am Hof von Versailles ihre Cotillons tanzen wird, ist es ein weiter Weg. Aber sie geht ihn ganz zielstrebig. Ihre Ehe ist dabei das kleinste Hindernis. Im Gegenteil, durch den reichen Gatten hat sie endlich Zugang zu den edlen Salons von Paris. Und irgendwann taucht dort auch der König auf. Sie ist zu schön und zu charmant, um nicht gesehen zu werden. Die Dinge nehmen ihren Lauf und Jeanne-Antoinette bekommt eine kleine Wohnung in Versailles. Der Gatte ist abgemeldet. Um das Image seiner neuesten Flamme etwas aufzustocken, macht Ludwig XV. Sie erstmal zur Marquise und schenkt ihr ein Schloss. Das Schloss Pompadour, ein finsterer mittelalterlicher Bau, den sie in ihrem Leben nicht einmal besuchen wird. So geht man damals um mit Gütern. Sie werden verschenkt, vermacht, verschachert. Ein Schloss hier, eine Burg da, nur so, für einen Titel. Aber die Pompadour hat auch Feinde, viele sogar. Sie ist bürgerlich, ein Emporkömmling, und wickelt den König komplett um den Finger. Der ist immerhin verheiratet mit einer superkatholischen polnischen Adligen. Ludwigs Kinder werden die Pompadour immer hassen, bis zuletzt. Seine Ehefrau ist kummergewöhnt und fügt sich in ihr Schicksal. Aber auch der Hof, der Geburtsadel, läuft Sturm gegen die Neue, gegen Madame Hure, wie sie genannt wird. Sie aber nimmt den Kampf gegen ihre Widersacher auf und wird ihn gewinnen. Zuletzt ist sie die mächtigste Frau Frankreichs.
Die Sopranistin Isabelle Desrochers und das Ensemble Ausonia unter Frédéric Haas mit der Arie Splendide Lucibelle aus der Oper Skanderberg von François Francœur. Er ist in Paris zuerst Musikmeister der Oper, später Superintendant der Königlichen Kammermusik in Versailles. Die Zeit der Marquise de Pompadour am Hof von Versailles erlebt er komplett mit. 20 Jahre sind es. So lange ist sie die offizielle Mätresse von Ludwig dem 15. Wer ist dieser Mann, den diese attraktive, kluge Frau so bedingungslos liebt, der sie auch irgendwie liebt, sich aber auch gerne ablenken lässt, ihr aber bis zuletzt absolut vertraut? Hinreißend schön sei dieser französische König, sagt Casanova. Man konnte nicht umhin, sich gleich in ihn zu verlieben. Deshalb nennt ihn auch sein Volk den Vielgeliebten, anfangs zumindest. Später, als Frankreich immer weiter im wirtschaftlichen Chaos versinkt, verkehrt sich diese Zuneigung ins Gegenteil und der König wird verspottet, verachtet und sogar gehasst. Ludwig der 15. mit 2 Jahren wird er vollweise, mit 5 Jahren König. Er ist misstrauisch und vergnügungssüchtig zugleich. Eine üble Mischung. Schon seine Erzieherin findet ihn schwierig, weil er zwar eigentlich ein fröhliches Kind ist, sich aber oft komplett verschließt. Schüchtern, melancholisch und pessimistisch leidet er unter der permanenten Angst, sich zu langweilen. Ludwig der 15. wirkt wie entsprungen aus Georg Büchners Komödie Léonce und Lena. Nur, dass sein Königreich nicht Pipi und Popo heißt, sondern Frankreich und damit einer der mächtigsten Staaten Europas ist. Die Marquise de Pompadour weiß deshalb genau, um den König bei sich und bei Laune zu halten, muss sie ihn unterhalten. Eine echte Lebensaufgabe. Sie schafft es mit immer neuen Events, mit Belustigungen und Unterhaltungen. Sie arrangiert Bälle, Konzerte, Ausflüge und Jagdpartien, obwohl sie die Jagd hasst. Sie bezirzt ihn mit ihrem Witz, ihrer Klugheit, ihrer Bildung und ihrem Temperament. Das tut sie für ihn, diesen Gott der Langeweile, wie sie ihn mal nennt, und für sich. Denn der König ist ihre Lebensversicherung, oder besser gesagt, ihre Lebensstandardversicherung. Ohne ihn, auch ohne seine Gunst, kann sie keinen Tag länger in Versailles bleiben. Und je mächtiger sie wird, desto größer wird die Zahl ihrer Feinde und vor allem Feindinnen. Aber der König ist hingerissen von seiner Favoritin, von ihrer Schönheit, ihrem Charme und ihren Ideen. Sie holt die Musen nach Versailles, gründet ihr eigenes kleines Theater und sie gibt ganze Opern in Auftrag. Unter anderem an Jean-Joseph Cassanea de Mandeville. Auch er ist ihr treu ergeben. Wenn er nicht gerade für sie komponiert, sitzt er in ihrem Orchester und spielt die Violine.
Jean-Joseph Cassaner de Mandonville, Komponist und Geiger im Orchester am Hof von Versailles. Die Gigue aus seiner Violinsonate in G-Moll Opus 3 Nummer 1 war das, mit Johannes Pramsola und Philippe Gisvard. Musen und Mäzeninnen heißt es in dieser Woche in der SWR 2 Musikstunde. Und heute geht es um Jeanne-Antoinette Lenormand d'Étoile, besser bekannt als Marquise de Pompadour, langjährige Mätresse von Ludwig dem 15. König von Frankreich. Unsummen von Geld gibt sie aus. Für ihren Luxus, ihre Kleidung, ihre Schlösser, ihre Wohnungen, aber eben auch für die Kunst, die Musik. Und deshalb ist sie in dieser Woche mit dabei. Zuerst veranstaltet sie in Versailles nur kleine geistliche Konzerte oder Liederabende mit Texten von Voltaire und Rousseau, immerhin zwei große französische Aufklärer. Unter Ludwigs Vorgänger, dem Sonnenkönig, ist der Tartuffe von Molière noch verboten. Die Pompadour lässt ihn spielen, im privaten Kreis, beim Souper. Der König sitzt auf einem einfachen Lehnstuhl, neben ihm eine Handvoll Publikum. Im Orchester einige Profis und Amateure, Herzöge und Grafen. Die Gattinnen dazu stehen auf der Bühne und singen oder schauspielern. Der Erfolg spricht sich rum. Bald muss die Truppe sich einen größeren Saal suchen. Jetzt passen 100 Leute rein, aber alle sind handverlesen. Eine Premiere nach der anderen wird gefeiert. Und mittendrin immer dabei die Marquise persönlich. Sie tanzt, sie singt, sie schauspielert, sie musiziert. Eine Hochbegabte. Als Galantea in Arcis und Galantea von Jean-Baptiste Lully ist sie wohl umwerfend. Auch oder vor allem optisch. Ihr Kostüm besteht aus viel Tüll und Taft, erfahren wir. Bemalt mit Schilfrohr, Muscheln und Wasserstrahlen. Dazu silberne Stickereien, das Ganze gerafft von glänzender Gaze, wie silbernes und grünes Wasser in feinen Streifen. Thank you.
Enfin, j'ai dissipé la crainte. Endlich habe ich die Angst zerstreut, singt Galatea in der Oper Acis und Galatea von Jean-Baptiste Lully. In der SWR 2 Musikstunde die Sopranistin Sandrine Piot und das Ensemble Les Paladins unter Jérôme Correas. Einige Jahre lang kann die Pompadour ihr kleines Theater halten und gerät damit mitten hinein in den großen Kulturstreit der Epoche, den der Buffonisten und Antibuffonisten, den zwischen italienischer gleich lebendiger und französischer gleich halbtoter Oper. Auf der einen Seite der alte Griesgram Rameau mit seiner Tragödie Lyrique, in der kein einziger normaler Mensch auftritt, sondern nur Götter, Helden, Mythen und Monster. Auf der anderen der Buffonistenseite Diener, Herren, Zofen und Gauner, ohne Pomp und höfisches Getue, dafür mit tollen, lebhaften Melodien. Natürlichkeit. Das Schlagwort der neuen Zeit. Hier wird es Programm. Allen voran in vorderster Front Jean-Jacques Rousseau. Ihm ist alles zuwider, was mit der verkorksten, steifen Tragödie zu tun hat. Fugen, Doppelfugen und andere Skortisen des Kontrapunkts, schimpft er. Sein Ohr könne das alles gar nicht gleichzeitig erfassen. Das eine hebe das andere auf und schaffe nur Unruhe und Verwirrung. Und dann noch dieses parfümierte Französisch. Diese Sprache eigne sich überhaupt nicht für den Gesang. Sein ganzes Glück findet Rousseau dagegen in der italienischen Oper. Sie inspiriert ihn auch selbst eine zu schreiben. Le Devin du Village, der Dorfwahrsager. Zwar auch auf Französisch, aber egal. Alles andere daran ist pure italienische Sinnlichkeit, findet Jean-Jacques Rousseau. Uraufführung ist 1752 in Fontainebleau, mit dabei der ganze Hof von Versailles, zumindest alle wichtigen Leute. Ganz vorne in der ersten Reihe der König mit seiner Maîtresse, der Madame Pompadour. Zuletzt sind alle begeistert. Rousseau platzt fast vor Stolz. Ich vernahm ringsherum ein Geflüster unter den Frauen. Das ist berückend, das ist hinreißend. Man hört keine Note, die nicht sofort zum Herzen dringt. Am Tag danach hört man den König in Versailles angeblich ebenso begeistert wie falsch mit der, wie es heißt, schlechtesten Stimme des Königreichs den ganzen Tag eine Melodie trällern. J'ai perdu tout bon bonheur, ein in der Tat echter Ohrwurm. J'ai perdu tout.
Jean-Jacques Rousseau, mal nicht als Philosoph, sondern als Komponist. Aus einer Oper der Dorfwahrsager war das die Arie der Colette, mit der Sopranistin Caroline Mutel zusammen mit Les Nouveaux Caractères unter Sébastien Derain. Der Dorfwahrsager. Der Erfolg ist so groß bei Hofe, dass man Rousseau sogar eine Pension gewähren möchte. Er, der Schüchterne, der Eremit, lehnt dankend ab. Immer wieder versucht Madame de Pompadour Rousseau zu unterstützen. Als sie ihm 50 Louis d'Or zukommen lässt, bedankt er sich zwar artig, bittet sie aber, das in Zukunft zu lassen. Die Pompadour bleibt hartnäckig. Für einen Notenkopierdienst will sie ihm 100 Louis d'Or zahlen. Rousseau nimmt sich 12 und schickt den Rest zurück. Irgendwann hat sie genug von dem Griesgram. Zwar bewundert sie seine rhetorische Kraft, auch seine geistige Prägnanz, doch prinzipiell sei er nichts für sie, gesteht sie einer Freundin. Er ist mir zu düster, immer mürrisch, immer schneidend, immer streitsüchtig. Und das gefällt mir nicht. Allerdings gefällt ihr die Freiheit seiner Gedanken und die der ganzen Aufklärer. Madame de Pompadour ist viel zu klug und zu gebildet, um nicht zu sehen, was um sie herum passiert. Nur steht sie mit ihrer ganzen Existenz leider auf der falschen, nämlich der royalen Seite. Und sie liebt den falschen Mann. Sie kann sich gar nicht erlauben, öffentlich die Aufklärer zu unterstützen. Aber ihr Herz schlägt für die Reformer, auch im Buffonistenstreit, der sich gegen Rameau wendet, gegen den König, gegen das alte Zeremonell, gegen all das, was ihr Leben ausmacht. Gezwungenermaßen muss sich die Pompadour für die alten Zöpfe entscheiden und damit gegen ihren persönlichen Geschmack, gegen ihre Lust an der Moderne. Signorina, v'ingannate.
quanto va che me la fa. La 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 la. Via, signore! E Marini! Presa! E Marasi! Signorina! Es ist die Musik der Moderne, Mitte des 18. Jahrhunderts, lebhaft, mitreißend, mit richtigen Menschen auf der Bühne. La Serva Padrona von Giovanni Battista Pergolesi. Daraus in der SWR2 Musikstunde das Duett mit Zanaim Sopran und Furio Zanasi Bariton, begleitet vom Freiburger Barockorchester unter Gottfried von der Goltz. Madame de Pompadour und die Macht der Inszenierung nennt die Autorin Andrea Weißbrot ihr Buch über die berühmteste aller Mätressen, entlang der großen Porträts, die von ihr im Laufe der Zeit entstanden sind. Die Pompadour als junge Schönheit, als Muse und Mäzenin, als gebildete Sympathisantin der Aufklärung und auch als alternde Frau oder was man früher so darunter verstand. Angeblich ist die Pompadour ab Mitte 30 nicht mehr die Geliebte des Königs, sondern nur noch seine Freundin und Beraterin. Wie viel ist dran an dem Gerücht? Wir werden nie genau erfahren, was wirklich im königlichen Schlafzimmer passiert, beziehungsweise nicht mehr passiert. Die Pompadour bezieht irgendwann eine Wohnung direkt unter der des Königs. Eine kleine Wendeltreppe führt von ihm zu ihr und niemand im ganzen Schloss bekommt mit, wann und wozu der König seine Mätresse besucht. Aber warum sollte der König plötzlich auf Moral setzen und so tun, als sei er keusch und sittsam? Der Grund könnte die Kirche sein. Immer wieder macht sie Ärger wegen seines unmoralischen Lebens. Noch nicht mal mehr die Kommunion gönnen sie seiner allerchristlichen Majestät. Im katholischen Jubeljahr 1750 will Ludwig sein Verhältnis zur Kirche endlich mal verbessern. Aber es will nicht so recht klappen. Sein Ruf ist einfach zu ruiniert. Kein Mensch glaubt Ludwig seine plötzliche Sittenstrenge. Schon gar nicht die Kirche. Was seine Beziehung zu seiner Mätresse angeht, die verändert sich zuletzt auf jeden Fall in Richtung Freundschaft. Für die damalige Zeit gilt die Pompadour mit Ende 30 schon als alt. Außerdem ist sie krank. Sie leidet an einem Herzfehler, an einer Lungenkrankheit, an Schmerzen im Unterleib, da geht ein aufregendes Liebesleben sowieso irgendwann nicht mehr. Und sie wird wohl auch einen großen Teil ihrer Schönheit eingebüßt haben. Auf vielen Porträts sieht man sie grellweiß geschminkt, damals so üblich. Dieser Puder aber besteht aus Bismut, Quecksilber und Blei, aus reinem Gift also. Keine Haut hält das lange durch. Spätestens nach 10 Jahren ist sie stark geschädigt. Die Folge: noch mehr Puder. Und der König liebt junge Mädchen, vor allem 10- bis 12-Jährige. Sie werden für die Pompadour zu einer echten Konkurrenz. Immer wieder muss sie um ihre Position bangen und immer wieder schafft sie es, zu bleiben.
Auch Jean-Marie Leclerc gehört zum festen Ensemble der Musik am Hof von Versailles, zurzeit von der Marquise de Pompadour. In der SWR 2 Musikstunde war das der erste Satz aus seiner Sonate in D-Moll, Opus 4, Nummer 3, mit dem Ensemble Diderot. Jeanne-Antoinette de Pompadour, eine Frau mit vielen Widersprüchen. Mit ihrem Luxusleben, ihrer Verschwendungssucht, ihrer Hingabe an Äußerlichkeiten ist sie eine typische Frau ihrer Zeit, des Rokokos, der absoluten Monarchie in Frankreich, die das Geld vernichtet, als würde es ständig nachwachsen. Daneben sympathisiert sie mit den Köpfen der Aufklärung, liebt die geistige Freiheit, den Schritt nach vorn. Stark ist sie, selbstbewusst, klug und sehr tatkräftig. Massiv mischt sie sich ein in die Staatspolitik, zieht Frankreich hinein in den Siebenjährigen Krieg, gründet eine Militärakademie, eine Porzellanmanufaktur, fördert die Künste, die Musik, das Theater. Auf der anderen Seite ist sie komplett abhängig von ihrem Geliebten, dem König. Ihr ganzes Los hängt an seiner Gunst. Als Frau, noch dazu als Bürgerliche, verschafft sie sich eine Macht und eine Position, die sonst nur Männern des Hochadels vorbehalten sind, behauptet sich in einer Welt aus Intrigen und Verleumdungen. Was wäre wohl aus ihr geworden, wäre sie allein für sich verantwortlich gewesen? Ich hätte den großen Thron bevorzugt, gesteht sie dem Gouverneur in der Bretagne, muss mich aber mit dem Kleinen begnügen, was nicht im geringsten meinem Temperament entspricht. Jedenfalls bringt es die Pompadour zu einer erstaunlichen Popularität, bis heute, obwohl es jetzt rauskommt, dass vieles über sie erfunden ist. Ein Mensch, bei dem es noch einiges zu erforschen gibt. Als hätte er es geahnt, zeichnet der französische Komponist Déodat de Séverac ein sehr ungewöhnliches Porträt von ihr. Die Pompadour im schimmernden Licht des Impressionismus. Nachdenklich, ernst, berührend. Thank you.
Stance à Madame de Pompadour, schreibt Déodat de Sévarac über die berühmte Mätresse am französischen Hof. Er spielte Izumi Tateno. Die Marquise de Pompadour, um sie ging es heute im ersten Teil dieser SWR2-Musikstunde. In dieser Woche unter dem Titel Musen und Mäzeninnen. Morgen treffen wir Margarete von Österreich, im 16. Jahrhundert Regentin im heutigen Belgien. Mein Name ist Ines Pasch, ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag.